seid ihr ja schon. Ach, herrje, jetzt bin ich ja noch gar nicht fertig mit Haare waschen. Ich will mich doch hübsch machen für euch. Naja, dann muss es halt so gehen, ne? Oh, Moment. Da sind wir wieder. Ich will ja meine fixen Quickie-Videos machen hier im Lockdown. Ausgangsbeschränkungen und ja, und dann filme ich das halt am Handy und da wird nicht groß geschnitten. Ich möchte aber im kommenden Monat, im November, nochmal ein paar Videos machen, wo ich dann ein bisschen aufwendiger schneiden muss, weil ich so ein paar Basteltipps für euch habe und Bastelideen. Ja, da muss man dann ein bisschen aufwendiger filmen, aber ich hoffe, das kriege ich dann noch hin. Die letzten Tage hier aus meinem Wohnzimmer und ich habe nämlich eine Kreatividee für euch. Die finde ich, also die habe ich jetzt schon seit Wochen im Kopf, ja, und wollte die ganze Zeit mal irgendwie filmen. Aber ich habe gedacht, naja, wie machst du das? Wie zeigst du das? Wie geht das? Und tralala. Es geht um Masken. Ist ja das perfekte Thema, passend zur Ausgangsbeschränkung. Masken, die schützen andere vor Ansteckung, wenn wir krank sind und es noch gar nicht wissen. Und so ein kleines bisschen auch vor der Ansteckung von anderen. Muss man gar nicht drüber diskutieren. Und selbst wenn sie nur ein bisschen helfen, besser als nix, ne? Genau. Und ich hatte ja ein Video gemacht, eine Tutorial, eine Anleitung hier auf meinem Kanal, wie man so eine Maske näht, ne? Das ist dann so eine hier. Das ist dann so eine hier. Man versteht es dann schlecht. Und zwar habe ich da verschiedene Versionen genäht und ich gebe euch auch noch mal den Link zu dem Schnitt unten in diesem Video. Ansonsten den Link auch zu dem Anleitungsvideo, was ich gemacht habe. Es gibt sehr viele davon und im Prinzip völlig wurscht, wie die aussieht, wie ihr die näht, wie ihr die zusammentackert. So zwei Lagen Stoff, ne, die helfen schon besser, als wenn man gar keine Maske auf hat. Also macht euch da nicht verrückt. Man muss auch keine Nähmaschine haben. Man kann das mit Nadel und Faden machen, mit der Hand. So haben die Leute früher auch genäht, ja, und hatten auch was anzuziehen. Aber diese Maske hier, die Urversion, es gibt auf der Website, wo dieser Schnitt hinterlegt ist, verschiedene Versionen. Aber die Urversion, die wurde mit so zweilagig gemacht, was die meisten Masken ja sind, aber mit so einer Art Tasche. Schaut euch das mal an. Ja, das ist an der Seite, wenn man das so näht, dass es offen ist an der Seite, dann hat man hier so eine Art Tasche. Ja, und wenn man so eine Maske hat mit dieser Tasche, da sollte man da einen Filter reintun, aber ich glaube, das hat kein Mensch gemacht. Nicht, dass ich wüsste. Ja, wenn man dann so eine Maske mit so einer Tasche hat, wenn nicht, dann näht ihr euch eine. Ne? Guckt euch meine Anleitung an. So eine Tasche hat. Was könnte man damit machen? Einen Filter rein? Dann müsste man diese Filter auch haben. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Manche Leute haben sich dann da Staubsaugerbeutelfilter reingetan. Was im Endeffekt dann rauskam, ist sehr gesundheitsschädlich. Also lasst die Finger davon. Da habe ich gedacht, Mensch, was mache ich denn da rein? Vielleicht manchmal möchte man ja auch, zum Beispiel hier, ich wohne auf dem Land, ja, und gerade jetzt im Herbst, da riecht es schon manchmal streng, ja? Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid halt irgendwo, wo es auch gar nicht so toll riecht. Da haben die Masken einen doppelten Nutzen. Nämlich, ihr könnt euch in diese Tasche ein Duftbeutelchen rein. Also, ihr könnt aus dieser Tasche ein Duftbeutelchen basteln. Und wie soll das gehen? Habt ihr einen Garten? Okay, Möglichkeit 1, ja. Dann hoffe ich, ihr habt ein paar Kräuter im Garten. Dann pflückt ihr die jetzt noch. Da wächst noch so einiges. Ich habe hier auch was für euch vorbereitet. B, ihr habt keinen Garten, dann gibt es immer noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, pass auf, mein Gedanke war, ihr habt jetzt hier diese Tasche, ja, ich habe jetzt hier verschiedene Kräuter mal aus meinem Garten geholt. Das ist Zitronenmelisse, das ist Eberraute, auch genannt Cola-Kraut. Und ja, es riecht wie Cola, schmeckt nicht so, aber es riecht wie Cola. Dort ist auch Artemisian oder wie das heißt drin, was auch in Malariamitteln verwendet wird. Und gut gegen Corona sein soll. Win, 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 win. Okay, ich sage euch jetzt nicht, nehmt dieses Zeug, dann werdet ihr gesund, ist totaler Quatsch. Aber in einer anderen Variante von dieser Pflanze sind Wirkstoffe, die im Moment eine gute Chance auf Corona-Heilmittel haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe es sowieso im Garten, also why not tun in die Maske? Genau, why not putting it into the mask? So.
Riecht so ein bisschen, ja, wie Cola, so zitronig, super tolles Aroma. Zitronenmelisse auch. Aber ja, ich könnte mir jetzt auch alle Kräuter am Graten hier in diese Maske stopfen. Ich zeige euch mal, wie das. Das mache ich gerade zum ersten Mal. Ihr seid live dabei. Es ist ein Novum. So, jetzt stoppe ich mir das hier in die Maske rein. Oder auch nicht. Warte mal, dieses Verholzte da, das ist da ein bisschen doof. Ich mache das jetzt nur mal so als Muster. Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, in diese Masken Kräuter reinzutun. Ja, das ist wie so eine Inhalierung. Inhalation. Whatever. Oh, jetzt habt ihr das nicht gesehen. So, jetzt habe ich hier das Kraut reingetan. Ne? Super tolles Tutorial jetzt hier. Ne? Ist mit dem Handy gefilmt, immer ein bisschen doof. So, und wenn ich das. Abgefahren. Abgefahren, falls man das jetzt nicht gehört hat. Finde ich. Boah, es riecht gut. Leute, das ist doch eine tolle Idee. Ich finde, so, ich muss mich mal loben. Ich kriege dafür von euch einen Daumen hoch. Oh, wehe, wenn nicht. Und wer noch nicht abonniert hat, ist ja spätestens jetzt ein perfekter Zeitpunkt, das zu tun, weil ich im November immer wochentags, also nicht am Wochenende, da habe ich keine Zeit, wochentags ein Video machen möchte zum Thema Ausgangs. Beschränkung, okay? Und dann gucken wir mal, was wir zu Hause alles Cooles machen können. Ja, also wer so eine Maske hat, kann sich da Kräuter. Ach so, ich wollte euch noch zeigen, sorry, wenn ihr keinen Kräutergarten habt, dann habe ich einen Tipp für euch. Oh, ihr habt doch bestimmt Kräutertee irgendwo in der Hütte liegen, oder? Dann nehmt ihr so einen Beutel. Oh, das ist so ein Kräuter, so ein Gewürztee, ja, für den Winter, super geil. Dann legt ihr den in eure Maske rein. So, und wenn ihr jetzt keine Maske mit einer solchen Tasche habt, ja, wäre mein Tipp, dann nehmt ihr eine normale Maske, die sollte schon, Wahnsinn, ne? Die sollte schon zweilagig sein, und schneidet so mit einer Schere so ein ganz kleines Schlitzchen rein, ganz, ganz klein, wo euer Teebeutel so gerade eben reinpasst und näht dann mit Nadel und Faden so ein bisschen um diesen offenen Saum herum. Also die Maske soll ja nicht in ihrer Funktion, bitte an der Seite dann, wenn es geht, ja. Die Maske soll ja nicht in der Funktion beeinträchtigt werden, sondern lediglich eine kleine Öffnung, dass ihr dann euren Teebeutel reinschiebt. Probiert das mal aus. Ich hoffe, das ist jetzt kein Gesundheitsrisiko, wenn man Kräuter atmet, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ja. Und natürlich die Maske nach der Benutzung immer waschen. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl hoffentlich mittlerweile bei jedem angekommen. Und wenn ihr die wascht, nehmt bitte vorher die Kräuter raus. Genau. Weil so ein Teebeutel in der Kochwäsche ist, kommt, glaube ich, nicht so gut. Aber ich hoffe, das ist jetzt mal so ein ganz ungewöhnlicher Tipp. Und Gott, ja, mal ausprobieren, wie es ist, mit so Masken rumzulaufen. Manchmal sitzt man, ich habe schon eine Stunde im Zug gesessen. Hallo Martin, ne, wo ich dich besucht habe. Eine Stunde im Zug gesessen dieses Jahr und dann die Maske auf. Sehr lästig, aber notwendig. Ich beschwere mich nicht. Aber ich stelle mir vor, wie geil das gewesen wäre, wenn ich die ganze Zeit Zitronenmelisse oder ein anderes schönes Kraut gerochen hätte. Ich glaube, das wäre cool gewesen. Genau. Mein Gott, das Video ist 8 Minuten lang geworden. Wie kann man so lange quatschen und so schnell? Und ich hätte noch schneller reden können, dann wäre das ganze Video noch kürzer geworden. Aber ich möchte euch ja ein bisschen motivieren, ein bisschen unterhalten und diese Ausgangsbeschränkung ein bisschen versüßen und verkürzen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Ich hab euch lieb, eure Bärbel.